Zwei Bemerkungen vorweg. 2013, 14, Sie haben es eben gehört, fand im Frankfurter Goethe-Museum und in der Hamburger Kunsthalle eine große Ausstellung zur Arabeske statt unter dem Titel Die Verwandlung der Welt, die romantische Arabeske. Und federführend waren zwar die Kunsthistoriker, beteiligt waren jedoch auch Germanisten, Literaturwissenschaftler, Musikwissenschaftler, Tanzwissenschaftler, Islamwissenschaftler und weitere Spezialisten. Resultat war ein Kompendium zu Begriff- und Gattungsgeschichte in ungezählten Beispielen und natürlich kreiste das Ganze um die deutsche Romantik, betrachtet aus den verschiedenen interdisziplinären Blickwinkeln. Einleitend habe ich in dem Katalog umfangreich die Ornamentdebatte des 18. und 19. Jahrhunderts referiert. Die Angriffe auf das Ornament, die sich primär als eine Rokoko-Kritik darstellten, um dann aber doch schrittweise in eine Rechtfertigung des Ornaments durch Neubewertung zu münden. Dies möchte ich hier nur in sehr gestraffter oder geraffter Form wiederholen. Für Details sei auf den Katalog verwiesen. Und zweitens, von einem Kunsthistoriker erwarten Sie noch dazu bei einer Eröffnung eines Kolloquiums einschlägige Bilder und ihre Interpretation. Die Kunsthistoriker dienen bei derartigen Veranstaltungen nicht selten als Dekoration. Doch, wie Sie wissen, ist das Ziel dieser Tagung zu zeigen, dass das Ornament eben auch zur Hauptsache werden kann. Und damit tröste ich mich. Allerdings muss ich Sie ein wenig enttäuschen. Ich werde ganz germanistisch mit einer Interpretation von E.T.A. Hoffmanns Cato Moro beginnen, um eine Folie in struktureller Hinsicht zu Werken der bildenden Kunst zu bekommen. Cato Moro, Sie werden es wissen, besser als ich, besteht aus zwei sonderbar ineinander verschränkten Texten, den Lebensansichten des schriftstellernden und besonders vernünftig redenden Cato Moro, der sich bei seinem Herrn und Meister Abraham das Schreiben abgeschaut hat und prosaische Lebensweisheiten von sich gibt. Da er jedoch die Abfassung seines Lebensberichtes auf dem Schreibtisch seines Herrn vollzieht und die dort herumliegenden Makulaturseiten eines Manuskriptes von Kapellmeister Kreisler, eines engen Freundes von Meister Abraham, nutzt, und zwar als Unterlage zum Löschen und wohl eben auch als Schreibmaterial, kommt es zu einer Durchmischung der beiden Manuskripte. Immer wieder sind in Moores Textkorpus kleine Bündel von Manuskriptseiten aus Kreislers Biografie eingeschoben. Und so ist das Ganze an den Drucker und vor allen Dingen auch in den Druck gegangen. Moores Text greift den Faden nach einer Kreisler-Unterbrechung immer wieder direkt auf, während Kreislers Text nur fragmentarisch erscheint. Und das entspricht insofern Kreislers Charakter, als er, sehr im Gegensatz zu Moore in seinem Text, alles andere als bloß vernünftig argumentiert, vielmehr sich müht, seine künstlerischen Vorstellungen zum Ausdruck zu bringen. Er begreift, dass künstlerische Produktion nur in einer Art somnambulen Zustands geschehen kann. Und das entspricht E.T.A. Hoffmanns eigenen Überzeugungen, sodass man auch sagen kann, dass Hoffmann sich in Kreisler spiegelt. Liest man nun Moores Text und Kreislers Fragmente für sich, so scheinen sie zuerst so gut wie gar nichts miteinander zu tun zu haben. Dann jedoch gibt es vermehrt Bezüge, da ein Teil des Personals identisch ist. Doch ist eine absolute Logik der Verschränkung der Texte nicht auszumachen, sodass der Leser an der Möglichkeit und Wahrheit linearen Erzählens zu zweifeln beginnt. Irgendwann wird er allerdings begreifen, dass in beiden Teilen kaum merklich der genannte Meister Abraham die Fäden zieht. Um zu verstehen, wie dies geschieht, ist es hilfreich, auf die rückseitigen Buchdeckelillustrationen des ersten Bandes von Cato Moro zu schauen. Sie stammt im Entwurf, wie auch bei den drei anderen Buchdeckeln. Und jetzt wieder zurück zum ersten. Und es kommt mir auf den linken, also die Rückseite des ersten Bandes an. Die Forschung meint im zentralen Bildfeld eben dieser linken. Warte mal, ich kann das auch. Das ist gerade mal meine Maus ja hier finden. Die Forschung meint im zentralen Bildfeld dieser Illustration Kapellmeister Kreisler zu sehen,
der mit einem Buch in der linken und einem Stab in der rechten uns frontal zugewandt ist. Das macht nun leider überhaupt keinen Sinn. Im Übrigen sind von germanistischer Seite alle vier von Hoffmann entworfenen Cover-Illustrationen falsch identifiziert worden, was den Kunsthistoriker natürlich klammheimlich freut. So wie die Historiker immer noch glauben, Bildthemen mit historischem Inhalt würden Geschichte nur illustrieren und seien als Quelle zu benutzen, so glauben Germanisten nicht selten, Romanillustrationen würden nur bestimmte Passagen des Textes illustrieren. E.T.H. Hoffmann, der bekanntlich Literat, Musiker und Zeichner war und auch nach einem bürgerlichen Beruf am Berliner Kammergericht nachging, wusste es deutlich besser. Er nutzt die Cover-Illustrationen als zusätzliches Interpretament. Bei dem Dargestellten auf der Rückseite von Band 1 muss es sich eindeutig um Meister Abraham handeln. Er trägt einen weiten Zaubermantel, hält mit der linken ein Buch, das, hat man den Text sorgfältig gelesen und die Strukturverschränkung der Teile begriffen, zu benennen ist. Im Moorteil ist die Rede von einem wörtlich schweinsledernen Quartanten, der auf dem Schreibtisch von Meister Abraham liegt. Er war, so schreibt Moore, das schöne, herrliche Werk des alten Johannes Kunis Berger vom natürlichen Einfluss der Gestirne, Planeten und 12 Zeichen. Das Traktat oder der Traktat existiert tatsächlich unter dem Titel Kalendar Meister Johannes Kunis Berger, Augsburg 1489 und stammt von Johannes Regio Montanus, wobei es sich natürlich bei Regio Montanus nur um die latinisierte Form von Kunis Berger handelt, der, wie der Name sagt, aus Königsberg stammt. Der Stab in der rechten von Meister Abraham mit Narrengesicht und Narrenkappe. Am oberen Ende ist einerseits eine Narrenkeule, einer eigenen langen Tradition, auf die ich nicht eingehen will. Andererseits fungiert er als Zauberstab, denn Abraham steht in einem Kreis, einem Zauberkreis, der, wie durchaus am Original zu erkennen ist, am oberen Rand in einem breiten Kranz mit dem 12 Tierkreiszeichen versehen ist. Und Meister Abraham hat sich, wie Moore mitzuteilen weiß, intensiv mit dem Zodiakus auseinandergesetzt. Irritierend ist, dass die Beschäftigung mit Kunis Bergers Traktat und dem Zodiakus sich im Moorteil ereignet, die dargestellte Szene jedoch nur im Kreislerteil spielen kann, denn im Moorteil wohnt Meister Abraham in der Stadt, hoch oben im Dachgeschoss eines Hauses, das Kater Moore den unmittelbaren Zugang zu Dach und Dachfirst ermöglicht, während im Kreislerteil Meister Abraham seine magischen Kräfte im Park des Fürsten Irenäus erprobt und in einem Fischerhäuschen abseits vom Hof an einem See wohnt. So kann man sagen, Meister Abraham wirkt vom einen in den anderen Textteil hinein und vice versa. Und eben dies, das im Text nicht ausgesprochen ist, kann uns die Illustration zeigen. Ähnlich verhält es sich mit den anderen Illustrationen, auf die ich nicht eingehen will. Abraham ist der Deus ex machina der ganzen Geschichte, dirigiert die Personen des Romans wie Marionettenfiguren an unsichtbaren Schnüren. Und diese Einflussnahme, dieses Zusammenbinden der auseinanderstrebenden Teile, die auch auf ganz anderem literarischen Niveaus angesiedelt sind, kann man arabesk nennen, nicht, wie die Forschung meint, die bloße Verschränkung der Teile. Die Arabeske braucht nämlich letztlich eine Ordnung, die der realen Unordnung einen höheren Sinn gibt. Das kann die bloße Verschränkung nicht leisten. Doch worin besteht der höhere Sinn und wie lässt er sich verifizieren? Dass die romantische Arabeske verweist, das wusste natürlich auch ihr ausgeprägtester Theoretiker und Vertreter Friedrich Schlegel. Denken Sie nur an zwei seiner vielen Definitionen, wir werden ja morgen mehr dazu hören. Die Arabeske ist, so schreibt er, Indikation auf unendliche Fülle. Er begreift die Arabeske als poetischen Wildwuchs, der künstlerisch organisiert ist. Für ihn ist die Arabeske die älteste und ursprünglichste Form der Fantasie. Die Form oder Äußerungsart, der sich die Fantasie bedient, ist, so Schlegel, eben die Arabeske. Und schließlich, zitiere, Arabeske, diese künstlich geordnete Verwirrung, diese reizende Symmetrie von Widersprüchen. Und nun kann man auch Novalis berühmten Satz, das Chaos muss in jeder Dichtung durch den regelmäßigen Flor der Ordnung schimmern,
auch umkehren. Und dann würde er etwa lauten, durch das Chaos muss der regelmäßige Flor der Ordnung scheinen. Schließlich dürfte sich auch unser Problem in Brentanos Bemerkung abzeichnen. Ich zitiere nochmal. Ich glaube, man könnte aus den Arabesken und dem Grade ihrer inneren zur Erscheinung heraustretenden Wahrheit treffende Schlüsse auf die Kunstansicht jederzeit ziehen. Zitat Ende. Nun verschränken die, das kann ich nur ganz kurz andeuten, die Frühromantiker Begriffe je nach momentaner Erfordernis. So können schon bei Schlegel die Begriffe Reflexion, Ironie, Witz, Arabeske, Fantasie und sogar Liebe eng aneinander grenzen, ja, ineinander übergehen. Das heißt, ihr Verweissystem hat immer, um es so zu sagen, eine offene Flanke für Bedeutungsverschiebung je nach Kontext, einen offenen Rest für den Anteil der Rezipienten. Allerdings bekommen die frühromantischen Bemerkungen spätestens im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts eine andere Färbung. Cato Moore ist 1819-20 entstanden. E.T.A. Hoffmann, der den gesamten frühromantischen Bedeutungsapparat genauestens kannte, könnte nicht mehr geschrieben haben, dass die Arabeske, so wie Schlegel, Indikation auf unendliche Fülle sei. Und er wäre Friedrich Schlegel auch nicht mehr gefolgt in der Überzeugung, dass allein die Dichtung in der Lage sei, den verloren gegangenen universalen Zusammenhang prospektiv wieder aufscheinen zu lassen. Den Glauben hat er verloren. Er konfrontiert das Wirkliche mit dem Fantastischen, verschränkt es gelegentlich auch, doch führt dies nicht zu wirklicher Vereinigung, sondern letztlich zu Verunsicherung. Wir wissen nicht mehr, auf welcher Seite wir uns befinden. Sicherlich, literarische Produktion ist für Hoffmann nur im Zustand einer Art geistiger Entrückung möglich, da nur hier dieser halbbewusste Zustand Fantasie auslöst. Doch auf diesen Zustand folgt grundsätzlich bei E.T.A. Hoffmann die Ernüchterung. Für Hoffmann, so muss man wohl sagen, auch ganz direkt. Auf den mithilfe, das Telefon muss ich mal eben wegmachen. Für Hoffmann ganz direkt, auf den mithilfe von Alkohol erreichten somnambulen Produktionszustand folgt am nächsten Morgen der Kater, ganz wörtlich zu nehmen, denn er hatte einen besessen, der in der Tat für Cato Moore Pate gestanden hat. Also folgt am nächsten Morgen der Kater, das prosaische Erwachen und der Gang ins Büro, um es verkürzt zu sagen. Kreislers Zustand, mit dem Hoffmann sich weitgehend identifiziert, grenzt mehr und mehr an Wahnsinn. Sein im Wortsinn verrückt sein mit heideggerschem Bindestrich führt zu Verrücktheit. Kreislers musikalische Produktion in den Bahnen der Konvention, die ihm beim Komponieren von Kirchenmusik abverlangt wird, macht ihn schlicht unglücklich. Er fühlt sich eingeengt, sieht die Flügel der Fantasie beschnitten. Er erstrebt gänzliche Freiheit im Leben und bei der künstlerischen Produktion, im Wissen um die Unmöglichkeit im Leben. Das lässt auch die künstlerische Produktion beständig vom Scheitern bedroht sein. Aber mit welcher Begrifflichkeit träumen Kreisler und Hoffmann sich in das Reich der Freiheit und der Kunst? Sie bemühen musikalische Terminologie, Kontrapunkt, Arabeske, Melismen und charakterisieren sie mit den Begriffen Verschränkung und Verschlingung. Besonders natürlich in den Kreislerianer, die zu den Fantasiestücken in Callots Manier gehören. Die ersten 6 Kreislerianer entstanden bereits 1810 bis 13, publiziert 1814, also unmittelbar vor Cato Moore, der darauf mit verwandter Begrifflichkeit rekurriert, was die musikalischen Strukturbeschreibungen angeht. Weitere Kreislerianer entstanden 1814 und erschienen 1815. Aber die musikalische Begrifflichkeit findet sich auch in der Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza. Und der häufigste Begriff von allen ist der der Verschlingung. In der ersten der Kreislerianer heißt es gleich am Anfang, und das setzt den Ton für den Kontext der Begriffe, Zitat, der Gesang wirkte beinahe verderblich auf ihn, gemeint ist Kreisler, weil seine Fantasie dann überreizt wurde und sein Geist in ein Reich entwich,
wohin ihm niemand ohne Gefahr folgen konnte. Dagegen gefiel er sich oft darin, stundenlang auf dem Flügel die seltsamsten Themen in zierlichen, kontrapunktischen Wendungen und Nachahmungen in den kunstreichsten Passagen auszuarbeiten. Zitat Ende. Kreisler fantasiert am Klavier, scheinbar in unkontrollierter Form, dennoch sind Kontrapunkt und Nachahmung zu spüren. Doch wenn er aus seinen Träumereien am Klavier erwacht, dann vermag er das Gespielte nicht aufzuzeichnen, und wenn er es dennoch zu notieren versucht, dann vernichtet er es am nächsten Morgen. Doch Vorsicht! Auch die musikalischen Schwärmer bemühen Begriffe wie den Kontrapunkt, sprechen von geheimnisvollen Kombinationen und scheuen sich nicht, wie es bei Hoffmann heißt, sie mit wunderlich verschlungenen Moosen, Kräutern und Blumen zu vergleichen. Zitat Ende. Die Warnung vor falschen, vorgeblich arabesken Erfahrungen ist deutlich. Nur im Zustand wirklicher Entrückung ist es dem Künstler gegeben, die Begriffe mit Leben zu füllen. Doch dann versteht man ihn nicht. Beethoven hingegen vermag den Zauber der Musik zu erwecken. Zitat Hoffmann, die über alle Maßen herrliche, tiefsinnige Sinfonie in C-Moll, also gemeint ist die fünfte Sinfonie, die Schicksalssymphonie, Opus 67. Wie führt diese, heißt es weiter, wundervolle Komposition in einem fort und fort steigenden Klimax den Zuhörer unwiderstehlich fort in das Geisterreich des Unendlichen. Und weiter heißt es, welche wunderbare kontrapunktischen Verschlingungen verknüpfen sich hier wieder zum Ganzen. Zitat Ende. Und wenig später zu Opus 70, also dem Geistertrio von Beethoven, heißt es, und so gut ist mir ja denn heute Abend geworden, sodass ich noch jetzt wie einer, der in den mit allerlei seltsamen Bäumen, Gewächsen und wunderbaren Blumen umflorten Irrgärten eines fantastischen Parks wandelt und immer tiefer und tiefer hineingerät, nicht aus den wundervollen Wendungen und Verschlingungen deines Trios, spricht der Beethoven direkt an, herauszuverkommen vermag. Die hier verwendete Pflanzenmetaphorik macht deutlich, dass Hoffmann auch hier die Arabeske vor Augen hat, deren Struktur in der bildenden Kunst wir gleich erkunden wollen, nachdem wir, wie angekündigt, nur kurz zum Ornamentstreit des 18. Jahrhunderts Stellung genommen haben. Um Sie aber nicht noch weiter zu enttäuschen, dass der Kunsthistoriker Germanistisches versucht, werde ich nicht die vor allem von Mario Andreas von Lüttich auch in seinem Buch die deutsche Ornamentkritik im 18. Jahrhundert zusammengestellten Quellen zitieren, die durch französische und italienische Belege zu ergänzen wären, sondern eine einfache kunsthistorische Gegenüberstellung anbieten. 1734 hat Juste Aurel Meissonier ein Livre d'Ornement herausgegeben, ein Ornamentvorlagenbuch, wie es im Rokoko viele gibt, und doch ein besonderes. Denn hier schwingt nicht nur das applizierte Ornament, sondern ganze Architekturkörper sind in Schwingung versetzt. Das markiert ein fortschreitendes oder fortgeschrittenes Studium des Rokoko. Auch die Abweichung von der symmetrischen Anordnung wird immer ausgeprägter. Hinzu kommt, dass Räume verschliffen, innen und außen verkehrt werden, sodass wir nicht mehr unterscheiden können, was ist, also innen oder außen. Allerdings ist dies eine Erfindung der einmal in sich gedrehten Rokai, doch hier wird ihr Prinzip auf ganze Architekturkörper übertragen. Man könnte von Wucherungen sprechen, die spielerisch Gewissheiten aufheben. Doch kann mit Hochmut oder sozialem Dunkel dies verbunden sein? Man kann es sich leisten, scheinbar über die Grenzen des Realen hinauszugehen. Dass dieses Überziehen wie alles Übertreiben eine Reaktion herausfordert, die das vermeintlich Amoralische moralisch zu machen sucht, die das über die Grenzen hinausgehende mit einem Zurück zur Natur zu beantworten sucht, sollte nicht Wunder nehmen. Und doch ist auch das Fallen in ein entgegengesetztes Extrem, in einen hemmungslosen Purismus ebenso zu erwarten. Zuständig dafür waren die sogenannten Rigoristi in Italien und die sogenannten Revolutionsarchitekten in Frankreich.
Einerseits reduzierten sie die Architektur auf bloß kubische Körper, ohne jeden Dekor, und doch wollten sie andererseits nicht auf Ausdruck und Sinnfälligkeit verzichten, für die zuvor primär allein der Dekor zuständig war. Jetzt sollte die Kombination der Körper selbst sprechen. Das Resultat hat man zu Recht Architektur parlante genannt. Die Architektur sollte ihre jeweilige Funktion ohne verweisende Verzierungen zum Ausdruck bringen können. Das ist mithin nicht erst ein Anspruch des frühen 20. Jahrhunderts mit dem scheinbar so modernen Spruch von Sullivan, Form follows Function. Auch der berühmte Titel von Adolf Loos, Ornament und Verbrechen von 1908, hat seine Vorgeschichte. Die Aufforderung, Architektur habe nackt zu erscheinen als sie selbst, was für die Formulierung schon deutlich macht, direkte Berührungen mit Moritzschen und Kantschem Autonomiedenken aufweist, diese Aufforderung galt auch für das Innere der Architektur. Keine 20 Jahre, nachdem die letzten Ausmalungen von Rokokokirchen in Deutschland mit illusionistischen Deckenfresken vor allem durch Wessobrunner Künstler erfolgt waren, wusste man nicht mehr wirklich, wie Freskomalerei überhaupt funktioniert. König Ludwig von Bayern hatte ein besonderes Interesse daran, die abgebrochene Tradition wieder aufgreifen zu lassen und fand in Peter von Cornelius den geeigneten Partner. Und die Nazarener, die die Freskomalerei zuerst in Rom wiederbelebten, taten sich technisch gesehen ausgesprochen schwer, ganz einfach, weil sie das Verfahren nicht mehr kannten. Nun sind die Architekturen der Rigoristi und auch der Revolutionsarchitekten zumeist auf dem Papier verblieben. Sie bleiben im Entwurfsstadium stecken, hatten eher utopischen Anspruch. Bei bestimmten Architekturaufgaben, es sei allein auf Gefängnisbauten verwiesen, konnte die neue Ausdrucksarchitektur allerdings ohne allzu große Schwierigkeiten zur Anwendung kommen. Denken Sie an das Würzburger Frauengefängnis von 1811 durch den Architekten Peter Späth mit dem von Rustika-Rastern geradezu heruntergedrückten Eingangstor, das auf den hindurchgehenden Delinquenten Druck ausüben sollte. Letztlich ist das beim Londoner Newgate-Gefängnis nicht anders, erbaut von George Darnes dem Jüngeren, das gegen alle architektonischen Regeln bis zum Dachgeschoss mit Rustika überzogen worden. Gefängnisse, dafür stand ihre architektonische Sprache, sollten abschreckende Architektur liefern. Zurück geht diese Vorstellung natürlich auf Piranesis Carcerie, die Architekturbilder des Schreckens entwarfen. Kerker, in denen die Insassen in übertragenem Sinne von der Architektur erschlagen werden sollten. George Darnes hatte in Rom engen Kontakt zu Piranesi, dessen Carceri-Serie europaweit als sprechende Architekturvision begriffen wurde. Piranesi allerdings verzichtet mitnichten in seinen übrigen Arbeiten auf architektonisches Ornament, nur stellte er über ihre überlieferten Funktionen und die Vorgaben zu ihrem Anbringungsort auf den Kopf. Es sei nur an sein Traktat zu den Kaminen erinnert. Ich brauche, glaube ich, nicht auszuführen, dass dies also eine wilde Melange aus allen möglichen ägyptischen und sonstigen darstellt und dass die dort verwendeten Architekturteile mitnichten in einem klassischen Sinn verwendet werden. Das ähnelt dem Verfahren, mit dem er in den Carceri die architektonische Raumlogik konterkariert. Auf den ersten Blick scheinen die Kerkerräume logisch konstruiert, wenn auch in ihren Ausmaßen fantastisch. Schließlich war Piranesi gelernter Architekt, doch dann realisieren wir, dass in der Kombination von für sich logisch Architekturteilen Unlogik entsteht. Steinbögen etwa können, wenn sie unterschiedliche Raumfluchten verbinden, die Räume verschleifen. Also ich muss sehen, ob ich das anzeigen kann. Also wenn Sie hier diesen Pfeiler sehen, diesen Pfeiler, und dann hat es hier einen Bogen, dann sind die beiden auf einer Ebene. Aber hier unten sehen Sie, dass eine ganze Treppenflucht zwischen den beiden Pfeilern steht. Also das ist eine in sich völlig unlogische Geschichte.
deren tieferer Sinn natürlich darin besteht, dass derjenige, der sie sieht, in seiner Erfahrung hochgradig verunsichert sein soll. Und das soll im Sinne des Kerkers auf ihn, der dann durch diese Gänge irrt, Druck ausüben. Man mag diese Abweichung von der Logik zuerst nur unterschwellig erfahren haben, wie etwa Thomas de Quincey's Opiumesser, der im Opiumrausch von Piranesis Kerkerräumen bedrängt wird. Doch selbst wenn man die bewussten Raumkonstruktionsfehler realisiert, hebt dies nicht die dabei erfahrene extreme Verunsicherung auf. Das entspricht durchaus Erfahrungen, wie sie E.T.A. Hoffmann demonstriert. Seine Verschleifungen und Verschlingungen von literarischen Fragmenten zu einer irritierenden Melange sind durchaus verwandt. Die angenommene konsequente historische Abfolge von Rokoko-Ornament-Überfluss, Austreibung des Ornamentes in einem moralischen Purismus und Erneuerung des Ornamentalen unter romantischen Vorzeichen erscheint ein wenig zu einfach, wenn man dem romantischen Ornament nach dem Scheitern der Französischen Revolution eine heilende Wirkung zuschreibt, als könne es den Zerfall der Wirklichkeit in Wahrnehmungspartikel aufhalten. Für E.T.A. Hoffmann erscheint eine derartige Utopie eben nicht mehr denkbar. Seine Feier künstlerischer, produktiver Exaltation wird permanent von der sozialen Wirklichkeit konterkariert. Künstlerische und soziale Existenz erscheinen unvereinbar. Dennoch bleibt die Arabeske der Kitt seiner künstlerischen Produktion als ein Form- und Strukturelement, dem allerdings keine Versöhnungshoffnung eignet. So wie Friedrich Schlegel die Arabeske zum Strukturprinzip aller Dichtung erklärt, was aber auch bedeutet, dass alle tradierten Gattungen aufgehoben sind, so wird die Arabeske auch in der bildenden Kunst zum beherrschenden Strukturmerkmal mit ebenfalls gattungsauflösender Tendenz. Sie muss jedoch im Gegensatz zur Literatur aufgrund ihrer unmittelbaren Sichtbarkeit sehr viel stärker einer nachvollziehbaren Strukturanlage unterworfen sein. Das ist kein sehr gutes Dia, aber es geht mir auch wirklich nur um die Strukturanlage. Und gleich der erste eigentliche Arabeskenkünstler, Philipp Otto Runge, hat ihre Grundprinzipien ein für alle Mal geprägt. Das ist bewusst paradox angelegt. Einerseits ist die Arabeske durch Wildwuchs, durch freie Entfaltung ausgezeichnet, andererseits einer strengen Ordnung unterworfen, die eine Entwicklung und ein Argument entwirft. Das verdankt sie vor allem ihrer Pflanzenanalogie. Runge hatte ursprünglich vor, arabeske Verzierungen an den vier Wänden eines Speisezimmers mit Tages- und Jahreszeiten-Thematik anzubringen. Das war, auch was die Funktion angeht, durchaus konventionell. Doch unter der Hand gerieten ihm die Entwürfe so komplex, dass sie sich einer bloßen Dekorationsaufgabe entzogen. Dem Ganzen liegt eine Fülle von Entwürfen zugrunde, die verkürzt gesagt immer mathematischer wurden. Das ist eine besonders schlechte Abbildung, aber Sie sehen die Konstruktionslinien einer seiner Tageszeitenallegorien. Das verdankt sich den Gedanken der romantischen Mathematik eines Novalis, Oken oder Schleiermacher, aber auch Schelling, für die eine abstrakte Grundlegung jeglicher Gestalt als Verweis auf göttliche Zusammenhänge galt. Besonders geometrische Figuren zeichnet der Verweischarakter aus. Zahlen sind, wie schon Kant betont, abstrakte Setzungen, denen keine Realität in der Natur entspricht. Insofern wird schon um 1230 in der Bibel Moralisée Gott mit dem Zirkel in der Hand beim Konstruieren der Welt als Geometer dargestellt. Und um die Konstruktion einer Kunstwelt geht es auch Runge. Die Konstruktion bildet den Urgrund, aus dem die Realität herauswächst. Die Rungeschen Tageszeiten sind 1802-3 in Angriff genommen. 1805 erscheint eine erste druckgrafische Ausgabe, 1807 eine zweite, die dann ein großer Erfolg wurde. Weder auf Runges
paarweise Anordnung Morgen und Abend, Tag und Nacht, noch auf die Darstellung vor allem in den Innenbildern sei im Einzelnen angegangen. Die gedankliche Befrachtung durch Runge ist für unsere Zusammenhänge schlichtweg zu weitführend. Es soll eine Grobbenennung reichen, den Stand der Forschung fasst Frank Büttner im genannten Arabeskenkatalog vorzüglich zusammen. Am Morgen, den Sie hier links schwach sehen können, geht die von Putten bevölkerte Lichtlilie auf, der Tag beginnt. Am Tag, das sehen Sie rechts, sitzt die Mutter Erde mit ihren Kindern in einer Nische aus Fruchtpflanzen. Zu des Tages Arbeit trennen sich die Geschlechter. Auf der weiblichen Seite, der linken Seite, blüht Flachs auf der rechten männlichen Seite entfalten sich Kornähren. Am Abend sinkt die Lichtlilie herab und über ihr zeigt sich das Sternbild der Venus, also die zugleich Morgen- und Abendstern ist, und hüllt die Welt schrittweise ins Dunkel. Die Nacht schließlich, sehen Sie rechts, mit ihren Putten sitzt auf einem Mondthron. Der Mond bringt alles Leben in den Schlaf. Zwei Puttenpaare ruhen am Grund. Aus der Finsternis heraus ängstigen Nachtgetier und kaum greifbare Gestalten und seltsame Nachtgewächse. Der Naturzyklus ist offensichtlich verbildlicht. Doch die vier Zeiten, die auch Anspielungen auf die Jahreszeiten und Lebensalter in sich bergen, sind samt und sonders von einem klar vom Innenbild getrennten gegenständlichen Rahmen gefasst. Er bietet die Möglichkeit, die religiöse Einfassung des Naturzyklus. Runge steigert dies noch in der farbigen Fassung des sogenannten kleinen Morgen. Hier taucht zusätzlich ein realer Bildrahmen um das Innenbild auf, um auf das zentrale Problem der Rahmung aufmerksam zu machen. So sind nicht vermittelt zwei Zeitenvorstellungen einander gegenübergestellt. Auf die naturzyklische, also der Nacht folgt ein neuer Tag, antwortet eine eschatologische, die auf das Ende der Zeiten, das jüngste Gericht, allgemein auch auf die Heilsgeschichte, das eigentliche Ziel allen Werdens und Vergehens verweist, auf die Zeit hinter den Zeiten, was man hier ganz wörtlich nehmen kann. Insofern empfindet man beim kleinen Morgen mit dem real gedachten Rahmen diesen auch optisch vor den ewigen Zeiten. Den Transfer von der einen zur anderen Vorstellung hat allein der Betrachter oder die Betrachterin zu leisten, im Wissen darum, dass hier Gewissheit nicht zu haben ist. Davon war der Protestant Runge fest überzeugt. Allerdings sind Innenbild und Rahmen der Grafik arabesk angelegt. Das verbindet sie über alles Trennende hinaus. Betrachten wir nur den Tag. Er, wie alle Zeitenblätter, ist achsensymmetrisch angeordnet und auf dem unteren Teil der senkrechten Symmetrieachse hat die Arabeske ihren Ursprungsort. Hier ein Fischmaul, ich hoffe, Sie können das mit meinem Zeiger sehen an dieser Stelle, aus dem, wie Runge schreibt, die Quelle des Lebens entspringt. Hier trennen sich die Pflanzenarabesken und wachsen links und rechts auf, um oben wieder zur Mitte zu streben. Der Rahmen macht uns deutlich, dass die Zusammenführung nur im Glauben gelingt. Der Beginn der Arabeske im Rahmen ist durch ein Putto mit Flammenschwert markiert. Das können Sie kaum erkennen hier unten. Das verweist auf die Vertreibung aus dem Paradies, woraus die Geschlechter ihre Bestimmung nachzugehen haben. Sie streben nach oben zu Gott, hier zum Trinitätszeichen, also ganz oben. Doch auf halbem Wege, links wie rechts, ist die Spitze der Königskerze, das können Sie hier sehen und auf der Seite sehen, an der sie hochklettern, umgebogen. Also aus eigener Kraft ist das Heil nicht zu erlangen. Nur über die Passion, hier verkörpert durch Passionsblumen, die erst hier beginnen, ist der Weg zur Erlösung angelegt. So sehr das Leben in den Innenbildern vorherrscht, das Heil ist nur jenseits des Lebens zu erlangen. So kann man schon hier festhalten, was die Arabesken anderer Künstler der Romantik bestätigen werden. Der Weg besteht aus These, Antithese und Synthese, in Pflanzenmetaphorik gesprochen,
aus dem Ursprung aus der Erde, man kann auch vom Bereich des Unterirdischen, aber auch dem der Wurzel sprechen, über das Aufwachsen der Pflanze im Irdischen bis zur Blüte im Überirdischen. Oder man kann auch sprechen von Geburt, Leben und Tod, verstanden als ein Eingehen in einen höheren Seinszustand. Es lohnt sich, über das generelle Verhältnis von Rahmen und Bild in der Kunst der Romantik nachzudenken. Denn ihr Verhältnis scheint sich umgekehrt zu haben. Der Rahmen ist nicht mehr bloßer Abschluss, der das Bild aus seinem Ambiente absondert, es als etwas Besonderes für sich Bestehendes markiert, also das Innenbild. Vielmehr scheint er selbst das eigentlich Wichtige zu werden. Man könnte auch formulieren, wir werden das gleich belegen, dass das Innenbild kommentarbedürftig geworden ist. Seine bloße Darstellung reicht in der Gegenwart nicht mehr. Ebenfalls könnte man sagen, dass die Naturwahrnehmung nur noch fragmentarisch erfolgen kann und eine arabeske Einbindung benötigt, um wenigstens eine Vorstellung von der als verloren erfahrenen Ganzheit zu gewinnen. Das Rahmenproblem fand die unterschiedlichsten Ausprägungen. Die wohl erste Reaktion auf Runges Neudefinition des Verhältnisses von Rahmen und Bild stellt Caspar David Friedrichs Tetschner Altar von 1808 dar. Und dieses Problem ist eigentlich nie geschildert worden. Friedrich hatte Runge 1803 in Dresden bei der Arbeit an den Tageszeiten erlebt, also kannte die Quelle. So dürfte ihm die Idee gekommen sein, einen eigenen bedeutungshaltigen Rahmen für sein Kreuz im Gebirge, wie der Altar auch genannt wird, zu entwerfen. Nach Friedrichs Entwurf hat der Bildhauer Kühn den Rahmen geschnitzt. Als das Bild Weihnachten 1808 in Friedrichs Atelier aufgestellt wurde, auf einem schwarz verhängten Tisch stehend, der eine Altarmensa nachahmte, von seitlichen Lichtern erhellt, war Friedrich ausdrücklich nicht anwesend. Aber das Publikum strömte und war verwirrt. Was war das? Der Kammerherr von Ramsau war sich sicher, das war ein Landschaftsbild, ein bloßes Kreuz im Gebirge, wie es zu der Zeit in den böhmischen Bergen durchaus auch üblich war. Das Licht der untergehenden Sonne warf einen Abglanz auf den metallenen Kruzifixus, der auch noch von uns abgewandt war. Weiteres hielt er für vollständig verfehlt. Der Vordergrund sei gänzlich in den Schatten gelegt, sodass es im Gegensatz zu dem, was ein Landschaftsbild fordere, gar keine Einführung in das Bild gäbe. Wie eine ausgeschnittene Silhouette wirke der Berg, und ob eigentlich Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang gemeint sei, könne man nicht mit Sicherheit sagen. Der Rahmen mit den religiösen Zeichen solle ein bloßes Landschaftsbild zu einem Altarbild machen. Rumor bringt das auf die schöne, oft zitierte Formel, die Landschaft maße sich an, auf die Altäre zu kriechen. Was er erwartet haben dürfte, ist naheliegend. Eine biblische Historie mit Christus am Kreuz, womöglich umgeben von Schergen, den Marien und seinem Lieblingsjünger Johannes. Friedrich habe unstatthafterweise die Gattungen vermischt. Doch wie wird nun der Transfer von Bild zum Rahmen, zumindest auf gedanklicher Ebene, bei aller Trennung von Bild und Rahmen geleistet? Durch eine subkutan wirksame, abstrakte Bildordnung, vor allem durch die Linien des goldenen Schnittes, die ich hier ziemlich grob eingezeichnet habe, die beiden senkrechten und die beiden waagerechten. Sie strukturieren das Bild, vor allem vermitteln sie zwischen Bild und Rahmen an zwei zentralen Stellen. Zum einen durch die obere waagerechte des goldenen Schnitts. Sie führt durch das Corpus Christi am Kreuz zu den Kämpferplatten der Kapitelle auf den Pfeilern links und rechts. An dieser Stelle, das ist auch bei einem Kirchengebäude so, ist der Übergang von der irdischen zur himmlischen Sphäre markiert. Wir können auch sagen, das Landschaftsbild, bewirkt durch die Christusfigur, verweist auf abstrakte Weise auf die Eröffnung einer höheren Sphäre. Und zum anderen durch die linke Senkrechte, denn sie trifft auf die Predella, also hier an dieser Stelle, mit den eucharistischen Zeichen, und zwar an der Stelle, an der die Strahlen der untergehenden Sonne, Sie können das vielleicht hier besser sehen, wenn Sie die Strahlen verfolgen, sie weisen exakt auf diesen Punkt.
Also die Predella mit den eucharistischen Teilen, an die Stelle, an der die Strahlen der untergehenden Sonne sich in einem Ursprungspunkt treffen, im Ursprungspunkt der Sonne. Wiederum ist also ein Übergangspunkt von einer irdischen, in der Landschaft zu denken, zu einer überirdischen Sphäre auf versteckte, aber ahnbare Weise veranschaulicht. So wird die Landschaft für die Erfahrung transzendiert für denjenigen, der sich lange genug darauf eingelassen hat. Doch nicht nur konventionelle Altarbilder, auch die Landschaftsmalerei war in der Krise. Als in München eine Professur für Landschaftsmalerei eingerichtet werden sollte, protestierte Peter von Cornelius, der uns gleich wieder begegnen wird, heftig dagegen. Eine gesonderte Professur für Landschaftsmalerei, wie sie traditionellerweise üblich war, sei gänzlich überflüssig. Landschaft sei nur Flechtwerk am Stamme der Kunst. Jeder Künstler solle so etwas beherrschen. Landschaft würde allein als Folie für Historienmalerei benötigt. Das scheint ein gänzlich konservatives Argument zu sein. Doch die Wendung gegen die Fachmalerei zerstört auch von dieser Warte aus gesehen die Gattung. Letztlich propagiert Philipp Otto Runge nichts anderes, wenn er nur scheinbar das Gegenteil fordert. Sein oft zitierter Satz, es drängt sich alles zur Landschaft, geäußert im Zusammenhang mit den Zeiten, die wir gesehen haben, ist einigermaßen verblüffend, denn Runge hat gar keine reinen Landschaften entworfen. Doch für ihn sind in einem höheren Sinn die Zeiten eben doch Landschaftsbilder, da aus Naturteilen bestehend, die mit Hilfe von Pflanzenarabesken zusammengefügt werden sollen. Von einer klassischen Gattungsdefinition war dies, wie der Kammerherr von Ramdow natürlich richtig erkannt hat, nicht gedeckt. So heben Runge und Cornelius auf unterschiedliche Weise die akademische Gattungslehre auf. Beide realisieren, dass sie in der Gegenwart vor ihren Erfahrungen keine Gültigkeit mehr haben kann. Um dies nun auch für den konservativen Cornelius zu zeigen, ein kurzer Blick auf die großen Staatsfresken in der Glyptothek. Genau entsprechend hätte man auf die Ludwigskirche in München verweisen können. Beide Mal war der Plan, die Historienmalerei mit einer Fülle von Schülern zu neuen Höhen zu führen. Und dazu folge sein erster Biograf Ernst Förster dazu geäußert hat, die Einrahmung zu seinen Fresken in der Glyptothek, die nach Cornelius Entwürfen von seinem auf die Arabeske spezialisierten Schüler Eugen Napoleon Neureuther ausgeführt wurden, seien eigentlich die Hauptsache, sodass man sagen könnte, die Fresken seien gewissermaßen für die Rahmungen entworfen worden. Sie umgeben alle Freskenbilder, zieren die breiten Gurtbögen, sodass sie tatsächlich die eigentlich szenischen Bilder zurücktreten lassen. Ich will das nicht weiter ausführen. Wenn wir Cornelius' grafische Zyklen zu Faust oder den Nibelungen, hier die Faust-Illustration, betrachten, dann stellen wir fest, dass die jeweiligen Titelblätter bereits die Geschichte der folgenden Einzelblätter erzählen, nun aber durch eine Arabeske verbunden, als seien die Einzelthemen nicht mehr wirklich aussagekräftig und bedürften des Titelblattkommentars. Das vielleicht nach Runge interessanteste Beispiel für die Neubewertung des Verhältnisses Rahmen und Innenbild dürfte von Cornelius-Mitarbeiter Moritz von Schwind stammen, denn hier ist die Notwendigkeit des Rahmens, um den eigentlichen Sinn der Sache hervorzubringen, unabweisbar. Schwinds Symphonie war nach langer Vorbereitung, erste Entwürfe stammen aus den 30er Jahren, erst 1852 fertiggestellt. Ursprünglich hatte auch Schwind an Wandbilder gedacht, nun für ein Musikzimmer. Neben der Symphonie, die Beethovens Chorfantasie Opus 80 gewidmet ist, sollen die übrigen Wände Mozarts Zauberflöte und zweimal Haydns Werken der Schöpfung und den Jahreszeiten vorbehalten sein. Das Zimmer selbst sollte an Schubert erinnern, mit dem Schwind, ein guter Violinist, in Wien musiziert hatte. Da der Auftrag für dieses Ausstattungsprogramm ausblieb, beschränkte sich Schwind auf die Gemäldefassung der Symphonie.
für das Zauberflöten, das ist tatsächlich nicht besser zu sehen. Für das Zauberflötenbild existieren immerhin Entwürfe, die arabeske Strukturanlage sollte derjenigen der Symphonie folgen. Schwind hat für sein Bild der Symphonie den Namen einer modernen Novelle gewählt. Er, der konservative Künstler, bemüht ausdrücklich den Begriff der Moderne. Gleiches zu bestimmen, was er damit meint. Er schreibt, die Novelle der Symphonie müsse von unten nach oben gelesen werden in vier Registern, die einer klassischen Satzfolge einer Symphonie nachempfunden seien. Symphonie, Andante, Scherzo, Allegro, wie er sie nennt. Dabei wird die Liebesgeschichte der Münchner Hofsängerin Caroline Hetzenecker erzählt. Bei einer Aufführung von Beethovens Chorfantasie wird ein wohlhabender junger Mann von der Sängerin während deren Solo entzündet. Also die Sängerin ist diese hier und der junge Mann, der sie sieht, ist dort hinten angesiedelt. Die zweite Szene ereignet sich bei einem Waldspaziergang, wo der Verliebte seine Angebetete wiedersieht, ohne dass es zu einer Annäherung kommt. Das bringt erst das Scherzo. Das ist hier. Er erklärt sich ihr auf einem Maskenball. Schließlich im Schluss Allegro reisen die Angetrauten in einer Kutsche zum Schlösschen des Landedelmannes. Die Forschung hat irritiert, dass diese klassische Satzabfolge sich mitnichten in Beethovens Chorfantasie spiegelt. Und bewusst, Schwind, der nun wirklich musikalisch gebildet war, hat er sie gewählt. Die Chorfantasie, ungewöhnlich genug, beginnt kammermusikalisch und steigert sich ohne Unterbrechung, die auf eine Satzfolge schließen ließe, bis zum großen Chor am Ende, der bekanntlich Motive der 9. Symphonie vorwegnimmt. Wie ist dieser Widerspruch aufzuheben? Die Antwort bietet sich nach dem bisher Gesagten an, durch die gerahmte Arabeske. Dabei hat die Arabeske auch bei Schwind einen innerbildlichen Ursprung auf dem unteren Teil der senkrechten Symmetrieachse, nämlich in Beethovens blumengeschmückter Büste im unteren Bild. Das ist so ähnlich wie Baron, das ist an dieser Stelle. Beethovens blumengeschmückte Büste. Ganz offensichtlich hat Schwind seinen Runge wirklich sorgfältig studiert. Denken Sie an das Fischmaul, was wir gezeigt haben. Zu Füßen der Büste, der Kapellmeister Lachner, der ist hier zu sehen. Schwinds Freund, der Maler selbst, hat sich auch verewigt. Er ist hier zu sehen. Er blättert der Pianistin, eine von Brentano aus der großen Brentano-Familie, die Noten um. Und natürlich weiß der Künstler, dass Beethovens Chorfantasie kein Solo für eine Sängerin vorsieht. Er inseriert es dennoch in seine kleine Geschichte. Die Szenen sind nach pompejanischer oder raffaelischer Manier arabesk gerahmt. Zum Teil tragen die Arabesken der genannten Tradition folgen, noch einmal gesonderte Bildfelder. Sie können das in diesen Streifen etwa sehen. Es entfaltet sich ein ganzer Naturkosmos mit einer irritierenden Mischung aus klassischen und zeitgenössischen Themen. Erstere nennt Schwind die nackten Sachen, das ist das Klassische, und letztere die modernen. Er scheut sich nicht, in einem kleinen Tondo die Darstellung einer Erfrischung auf Reisen oder die heilsame Wirkung des Besuches einer Quelle an einem Badeort zu wählen. Die Allegorisierung, und das ist ein verbreitetes Problem im fortschreitenden 19. Jahrhundert, schlägt in ihrem Wunsch, zeitadäquate Verkörperung zu prägen, sonderbare Wege ein, die, da sie kaum Verbindlichkeit gewinnen können, eine Krise der Allegorie dokumentieren. Die Karikatur zum Beispiel erfindet eine Allegorie des Börsenkraches auf dem Dach einer Börse, um die Absurdität der Neuprägungen deutlich zu machen. Im Zentrum von Schwinds Bild, in einer halbrunden Nische, das ist an dieser Stelle hier,
Auf der Mittelachse erscheint Ganymed, der vom Adler des Zeus gen Himmel entführt wird. Verschwindt, Goethes Ganymed-Gedicht folgend, verkörpert er ein Sinnbild des erwachenden Frühlings. Wir sollen wohl lesen, die Liebe ist auf einem guten Weg. Sie, die ihren Ausdruck in der Arabeske findet, hält die Geschichte auf der gedanklichen Ebene zusammen und erinnert sich daran, dass schon bei Schlegel Arabeske und Liebe punktuell austauschbar als Begriffe gewesen sind. Der äußere Rahmen hat noch einmal einen anderen Wirklichkeitscharakter, also diese helle, in Grisaille wiedergegebene Form. Er wirkt wie vorgeblendet, lässt die farbige Geschichte im Inneren ans Licht treten. Der Grisaille-Rahmen entspricht dem Runge'schen, strikt vom Innenbild getrennten, eschatologisch ausgerichteten Rahmen. Doch im Gegensatz dazu wird Schwinds Rahmen neben den Pilastern, die dem Wachsen der Natur gewidmet sind, von antiker Mythologie beherrscht. Besonders in den abschließenden Rundbögen, damit, in Rundbogen, damit sind diese vier Felder gemeint, sind Bilderfelder zur Göttergeschichte inseriert. Damit macht Schwind eine Antithese zwischen Antike und Gegenwart auf, bestimmt sie als einander fremde Zeiten. An diesem Punkt kommt die Arabeske ins Spiel und eröffnet wenigstens eine Vorstellung von der Versöhnung der widerstrebenden Teile. Ein letztes Beispiel für das komplexe Verhältnis von Hauptbild und Rahmen sei angeführt. Wilhelm von Kaulbachs riesiger Weltgeschichtszyklus im Obergeschoss des Treppenhauses im Berliner Neuen Museum, ausgeführt zwischen 1847 und 1865, jedoch schon seit den 30er Jahren geplant. Die Rezeption in der späteren Kunstgeschichtsschreibung war lange Zeit irregeleitet, indem sie allein die sechs riesigen Geschichtsbilder auf der einen Seite und auf der anderen Seite betrachtet und in ihrem historischen Gehalt analysiert hat und auch nur für sich abgebildet hat. Die Rahmungen wurden als bloße Dekoration betrachtet. Dabei hätte die zeitgenössische Kritik, im Übrigen zumeist von Hegel-Schülern stammend, die Kunstgeschichte eines Besseren belehren können. Sie hätte nicht nur realisieren können, dass hier weniger sechs für sich wichtige historische Ereignisse dargestellt sind, als vielmehr eine kulturgeschichtliche Entwicklungsvorstellung im Zentrum steht. Die frühe Kritik hat begriffen, dass die Rahmungen für das Verständnis des Zyklus zentral sind. Das geht so weit, dass der sich über alle Darstellungen hinziehende Puttenfries, das ist dieser in Grisaille gemalte Fries über den Bildern, für wichtiger erachtet wird als die Geschichtsbilder darunter. Aber auch die seitlichen Einfassungen der Hauptbilder werden gewürdigt. Sechs arabeske Pilaster rahmen je drei Bilder auf beiden Seiten des Treppenhauses. Die mittleren vier, um nur von der südöstlichen Wand zu reden, scheiden noch einmal vier kleine Bilderfelder aus. Hier. Die Isis, Moses, Venus und Solon gewidmet sind. Das ergibt Sinn, wenn man sich klar macht, dass am linken und rechten Rand der Wand über den Türen Bildern mit den Verkörperungen von Sage und Geschichte angebracht sind. Und das ist also selbst im preußischen Kulturbesitz heute nicht begriffen worden ist, dass diese beiden Bilder am Rand die entscheidende Lektüre, Anleitung geben. Denn sie sind den Verkörperungen von Sage und Geschichte gewidmet. Und schon dadurch wird deutlich, dass Kulturgeschichte durch Mythos und Historie bestimmt ist. Keine Rede also von reiner Geschichtsdarstellung. Die vier übereinander stehenden Bilder werden jeweils durch einen schmalen Fries getrennt mit antiken Szenen, in denen sich Mythos und Historie verschränken. Was der durchlaufende Puttenfries über den großen Historien soll, hat der Hegelianer Max Schaßler in seiner Besprechung, die schon zur Halbzeit der Ausführung der Fresken 1854 erschien, was möglich war, da der ganze Zyklus mit allen Rahmungen schon in Stichform vorlag, äußerst präzise benannt. Ich ziehe zunächst, kommt die zentrale Bemerkung. Die Ironie der Geschichte, die sich über die im Verhältnis zu den erreichten Zwecken kolossalen Anstrengungen der Menschheit lustig macht.
kam eben von König Ludwig den Auftrag, den neu errichteten Bau der Pinakothek von außen umlaufend mit großen Fresken, die haben wir eben gesehen, zur zeitgenössischen Kunst zu schmücken. Ludwig schwebte eine Feier seiner Patronage für die deutsche Kunst vor. Kaulbach entwarf dann zuerst den Ölbildzyklus und Sie sehen hier die Bekämpfung des Zopfes durch Künstler und Gelehrte unter dem Schutz der Minerva. Und er erregte erhebliches Aufsehen und vor allen Dingen heftige Kritik. Also von außen hatte er diesen Bilderzyklus zur neueren Geschichte der deutschen Kunst gemacht und hatte dabei seinen Lehrer Cornelius einigermaßen lächerlich gemacht, indem er ihn auf dem Pegasus reitend das Zopfmuster in Gestalt eines Cerberus bekämpfen ließ. Aber der tiefere Sinn des Ganzen ist also ganz offensichtlich der Forschung entgangen. Denn schon 1837, und das ist jetzt, ich hoffe, diese Abbildung können Sie jetzt sehen, die Zerstörung Jerusalems durch Titus. Ja, schon 1837 hatte Kaulbach im Auftrag Ludwigs I. seine im riesigen Karton entworfene Darstellung der Zerstörung Jerusalems, eine Szene, die im Berliner Weltgeschichtszyklus wieder auftaucht, als ebenso großes Ölbild umgesetzt. Das größte Bild der Sammlung überhaupt hielt es nach Vollendung des Baus feierlichen Einzug in die neue Pinakothek. Der Bau, wie heute noch die alte Pinakothek, Sie haben das eben gesehen, war ein längsrechteckiger Kasten, von außen eben geschmückt mit Kaulbachs Fresken zur Geschichte der neueren deutschen Kunst. Kaulbach konnte ihn somit als Schmuckschatulle um sein riesiges Meisterwerk begreifen. Dieses Verhältnis von innen und außen ist im weiteren Sinn wieder als Arabesk zu begreifen, doch die hier zur Anschauung kommende Dialektik hat ihre Tücken. Wenn Kaulbach am Außenbau die Geschichte der zeitgenössischen Kunst ironisiert, was heißt das für sein eigenes Meisterwerk im Inneren? Macht man sich klar, dass die Pinakotheksfresken gleichzeitig mit den Treppenhausfresken des neuen Museums in Berlin entstanden, dann scheint ihm in München auch seine eigene Historie kommentarbedürftig geworden zu sein und ihn scheinen Zweifel an der Tragfähigkeit eines tradierten Historienbildkonzeptes anzuwandeln. Damit würde das Verhältnis von innen und außen nicht nur ironisch, sondern geradezu zynisch. Kaulbach scheint seinem eigenen künstlerischen Tun nicht mehr zu glauben. Für diese Deutung spräche auch, dass Kaulbach seinen Schwiegersohn Krehling Historienbilder malen ließ mit seiner, Kaulbachs, Signatur. Nicht etwa aus Geldgier, sondern um das Publikum für seine Inkompetenz und generell die Gegenwart für ihre Irrelevanz zu strafen. Hegels Behauptung vom Ende der Kunst als sinngebender Macht konnte er nur unterstreichen. Ich breche hier einfach ab. Es wäre jetzt noch was anderes gekommen, aber es reicht auch so aus, um deutlich zu machen, dass das Verhältnis von Innenbild und Rahmen auf die verschiedenste Art und Weise zum Ausdruck kommen kann. Und dieses Feld grundsätzlich arabesk zu denken ist, aber eben nur auf gedanklichem Wege zu überbrücken ist, während es in der Realität nicht mehr zu einer Lösung kommen kann, es sei denn, wir denken sie im hegelschen Sinne dialektisch oder eben auch ironisch. Ja, ich schließe hiermit. Danke.